In diesem Video zeige ich ganz langsam und ausführlich, extra groß, wie du einen Fadenring machen kannst. Mein Name ist Andrea und einmal in der Woche gibt's von mir Häkel- oder Strickvideos, also es lohnt sich, wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest, dass du wieder vorbeischaust. Wir beginnen hier mit etwas Wolle und einer Häkelnadel. Am besten du holst dir deine Häkelnadel und häkelst auch gleich mit. Als erstes nehmen wir den Faden richtig in die Hand, also die Fadenhaltung. Da gibt es ganz viele, eigentlich unzählige Möglichkeiten, wie du es machen möchtest oder kannst. Ich mache das immer so, ich klemme mir den Faden zwischen kleinen und Ringfinger ein, führe ihn hinten vorbei und dann wickle ich ihn einmal rund um den Zeigefinger. So. Und dann können wir schon zum Fadenring kommen. Also ich nehme mir hier den Daumen, der Faden liegt oben drauf und hier wickle ich ihn einmal rundherum. Ja. Keine Sorge, es kommt noch einmal. Also ich habe die Fadenhaltung, welche auch immer. Nehme mir den Faden, lege den auf den Daumen und dann einmal um den Daumen herum. So. Eigentlich lege ich ihn so her. Dieser Faden muss aber dann festgehalten werden. Ich lege ihn da in die Handfläche und halte ihn mir so fest. Eine andere, vielleicht leichtere Variante ist, ihr legt die Wolle so drauf, ja, zwischen kleinen Ring und Mittelfinger, gebt die dann einmal um den Zeigefinger. Die drei Finger kann ich nehmen zum Festklammern. Ich wickle es wie bei der anderen Methode einmal um den Daumen herum. Also ich lasse es einmal von oben und gebe es einmal herum. Ja. Die Überkreuzung ist eher Mitte unten, falls ihr euch das fragt. Und ich halte mir das Endstück vom Faden auch fest. Ja. Ich fahre mit der Nadel hinein. Das ist relativ locker. Gell? Das muss nicht sehr gespannt werden, sonst kommt ihr nicht durch. Ich hole mir den Faden. Erst gebe ich die Nadel nach unten. So hole ich ihn durch. Ja. So. Und drehe die Nadel zu mir her. Ja, ich zeige das Ihnen ganz langsam, dass du mitmachen kannst. Ja, also ich mache meinen Fadenring wieder. So. Halt ihn ein. So, das sollte nicht zu fest sein. Wenn du dir ganz schwer jetzt tust, nimm dir eine dickere Wolle und eine größere Häkelnadel, dann geht das nämlich leichter. Ich fahre unter diese Umwicklung, Umrundung rein mit der Häkelnadel. Drehe den Haken nach unten, hole den Faden, ja, und irgendwie muss ich den raufbringen und deswegen mache ich so eine Schwungbewegung, ja, so eine Schwungbewegung. Und jetzt liegt das so überkreuzt auf meiner Nadel, ja. Ich greife um, ich halte das nun mit der rechten Hand ein, so und so. Hier ist der Ring. Es ist noch nicht fertig. Ich muss jetzt eine Luftmasch machen, um das Ganze zu befestigen. Also eine Luftmasche und jetzt ist der Fadenring fertig. Den Faden gebe ich immer nach vorne, aber ich glaube, das muss man nicht. Die Luftmasche ziehe ich fest und hier hinein in diesen Ring, da kommen meine Maschen. Das ist mein Fadenring. Wenn man übrigens an dem Faden zieht, macht das jetzt nicht, wird er dann kleiner. Diesen Fadenring müsst ihr etwas festhalten, damit er euch nicht entgleitet. Ja? Wie ihr seht, ich halte ihn so fest und hole mir den Faden so durch. Und dann greife ich um und ziehe den Faden durch. Eins, eine feste Masche. Dann mache ich weiter. Ich steche wieder durch und hole mir eine zweite. Das ist etwas, was etwas Übung bräuchte. Es kann sein, dass ihr das nicht so leicht macht wie ich. Und falls es bei euch nicht so gut klappt, ärgert euch nicht. Auch mein erster Fadenring war nicht sonderlich gut. Da habe ich drei Anläufe, glaube ich, gebraucht, bis der etwas worden ist. Ich habe es übrigens mit Sockenwolle gemacht. Das hätte ich eher nicht machen sollen. Wenn ihr die gewünschte Waschenanzahl drin habt, könnt ihr am Fadenring ziehen und wenn ihr da bemerkt, ach, da hätte noch eine Masche hineingehört, kann man das noch gut aufzubbeln und noch eine Masche reinmachen. Ja, alles kein Problem. Ja, oder noch eine Masche hinein.
Und ich häkle hier in Spiralen weiter zum Beispiel. Ich häkle hier einfach in meine erste feste Masche und mache hier einfach weiter feste Maschen. Ihr seht, der ist ja etwas größer noch. Ich ziehe ihn noch einmal fest hier am Faden hinten. Ja. Achtung, nicht allzu fest, sonst reißt der Faden. So sieht das aus, wunderbar. Und wenn ihr nicht möchtet, dass es gleich wieder aufgeht, dann müsst ihr das Ende jetzt gleich schon sehr gut vernähen, denn sonst geht das Ende mit der Zeit wieder auf. Ihr seht, es wird dann wieder größer, aber es sieht wunderbar aus, ja. In so einen Fadenring kann man übrigens nicht nur feste Maschen machen, sondern auch halbe Stäbchen oder ganze. Also alle anderen Maschen gehen da auch hinein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.